Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin nicht zu Hause, sondern in Washington, D.C. Ich mache hier noch ein paar Tage Sightseeing, bevor ich dann nach Chantilly an die jährliche BFRB-Conference gehe. Und ich war ja letztes Jahr in San Francisco das erste Mal mit dabei und das war so eine wahnsinnig tolle Erfahrung, dass ich einfach dieses Jahr wieder hin musste. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um ein Resümee zu ziehen, was in diesem letzten Jahr alles passiert ist, wie es mir ergangen ist und was sich seit der letzten Konferenz verändert hat. Die große Frage ist ja, habe ich im letzten Jahr Haare ausgerissen? Und diese Frage muss ich mit Jein beantworten. Es ist so, dass es sich für mich nach einem absoluten Ja anfühlt. Absolut. Tatsache ist aber, dass trotzdem etwa 3 Haare dran glauben mussten. Ich meine, niemand ist perfekt und dann gibt es auch mal Momente, wo kleine Missgeschicke passieren. Wichtig ist, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt, oder? Mal angefangen bei der Konferenz im letzten Jahr. Was ich gewonnen habe, ist eine extreme Offenheit, Lockerheit und auch eine gewisse Ruhe, was die Trichotillomanie anbelangt. An der Konferenz habe ich gemerkt, dass es so viele Menschen gibt, die sich genau gleich fühlen wie ich. Und darüber zu sprechen, so offen und unkompliziert und ehrlich, das hat mir so gut getan. Und natürlich auch diese wahnsinnig tollen Referate, die es da gab, dass ich einfach gemerkt habe, ich brauche mich nicht zu schämen. Ich kann darüber sprechen und es ändert nichts an meinem persönlichen Wert. Vor einem Jahr wäre so ein YouTube-Kanal undenkbar gewesen. Ja, und das hat mir wahnsinnig geholfen. In Kombination mit diesem tollen Armband, was ich mir dort gekauft habe. Wenn euch das interessiert, werde ich den Link zu meinem YouTube-Video auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken und wenn ich es irgendwie hinkriege, auch hier oben, aber unten auf jeden Fall. Dadurch habe ich es wirklich geschafft, die ersten Monate kein einziges Haar an meinem Kopf auszureißen. Und das war so ein Riesenerfolg. Klar gab es dann auch eben vor allem dieser erste kleine Ausrutscher, der war wahnsinnig emotional für mich. Ich konnte das dann aber auch mit der Hilfe von meinem Partner umkehren in etwas Positives. Durch seine Unterstützung habe ich gemerkt, dass ich es nutzen kann als Motivation, um weiterzumachen und zu realisieren, dass genau das nicht das ist, was ich möchte und was ich brauche. Es hat sich auch in dem Moment gar nicht so angefühlt, wie ich es immer gewohnt war. In den letzten paar Monaten habe ich aber wieder eine große innere Unruhe gespürt. Ich kann nicht ganz genau sagen, woher das kommt. Es gibt ein paar Dinge, die mich etwas beschäftigen im Moment. Aber manchmal braucht es im Leben gar keine großen und schlimmen Ereignisse, um einfach diese innere Unruhe zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber so fühle ich mich im Moment gerade oder habe ich mich vor allem in den letzten paar Monaten gefühlt. Ich habe auch wieder wahnsinnig viel in meine Haare gefasst, Nägel gekaut, an meinen Nagelhäutchen gerissen. Und darum war es für mich auch irgendwie wahnsinnig schwierig, YouTube-Videos zu produzieren. Das Problem ist, ich sitze beim Schneiden wahnsinnig viel und lange am Computer und das ist für mich einfach ein Moment, wo ich extrem verleitet bin, Haare auszureißen. Und ich habe auch schon ein paar Videos gedreht, aber ich konnte die einfach noch nicht fertig schneiden für euch. Das Problem ist oft, dass ich alles möglichst perfekt machen möchte und dass in meiner Wunschvorstellung das Leben perfekt sein muss und alles in geraden Linien verläuft. Und ja, das ist halt im Leben nicht immer so. Aber ich würde trotzdem sagen, dass dieses letzte Jahr für mich das mit Abstand erfolgreichste Jahr war. Darum freue ich mich jetzt einfach wahnsinnig doll auf die nächste Konferenz, weil ich einfach diesen
diesen Input wieder brauche und diese Motivation, ja, auch wieder das Armband täglich zu tragen und mich selber zu motivieren, dran zu bleiben. Das ist ja das Wichtige. Für mich ist es nicht so, dass die Trichotillomanie weg ist, nur weil ich keine Haare mehr ausgerissen habe. Sie ist für mich immer noch da, ich spüre immer noch den Drang, aber ich kann halt widerstehen. Und ich möchte auch, dass das so bleibt. Und ich habe im Moment ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich diese Kurve nicht mehr kriege, dass es dann vielleicht wieder anfangen könnte. Was sind eure Strategien, um euch vom Haareausreißen abzuhalten? Und was motiviert euch? Ich freue mich auf einen Austausch unten in den Kommentaren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.